Das hier ist der neue 50er und der wird aus alten Klamottenresten hergestellt. Wer macht das neue Geld eigentlich und was Sie davon haben? Die Antworten, die gibt's jetzt. Er ist der Klassiker, der mit Abstand am weitesten verbreitete Euroschein. Verlockend für Fälscher. 8 Millionen sind davon im Umlauf. Deshalb bekommt er ein Facelift. Der neue 50er soll noch fälschungssicherer sein. Aber wir sind die geheimen Entscheider, die ihn entwickelt haben. Wir lernen 3 Personen kennen, ohne die der neue 50er nicht das wäre, was er ab morgen ist. Beginnen wir mit dem Mann im Hintergrund, Bernd Kümmerle. Er leitet bei der Münchner Firma Giesecke und Defrient den Bereich Banknote. Als Chef hat Bernd Kümmerle auch das letzte Wort über die Auswahl des Grundstoffs der Geldscheine. Und das ist Baumwolle. Nun, Baumwolle ist sehr widerstandsfähig. Aus Baumwolle können Sie Papier herstellen, ähnlich wie Textilien, die sind ja auch aus Baumwolle, das sehr viel aushält. Das heißt, im Umlauf, auch wenn es mal nass wird, geht es nicht kaputt. Eine Banknote können Sie sogar in die Waschmaschine tun, sie wird dabei nicht völlig zerstört. Die Produktion des neuen 50ers beginnt ganz unspektakulär im Geldpapierwerk in Luisenthal. Unser wertvolles Geld wird nicht etwa aus Edelbaumwolle gemacht. Die hier ist schlicht bei der Textilproduktion übrig geblieben. Kleidung braucht lange Baumwollfasern, Geld kurze. Die sind günstig. Über verschiedene Produktionsschritte wird aus dem flauschigen Grundstoff das glatte Geldscheinpapier des neuen 50-Euro-Scheins. Schon beim 7 kommen die ersten Sicherheitsmerkmale in das Papier, zum Beispiel der Sicherheitsfaden. Mit einem besonderen Prägeverfahren bekommt der neue 50er auch ein neues Wasserzeichen. Das vom alten zeigt nur ein Kathedralenfenster. Im neuen leuchtet das Porträt der Europa. Es stammt von einer alten Vase. Um Sicherheitsmerkmale zu testen, haben Bernd Kümmerle und sein Team zuvor schon Geldscheine machen lassen, die niemals in Umlauf kommen. Es sind Testdummies. Sie dienen auch dazu, Zentralbanken die neuesten Geldscheinsicherheitstechniken zu zeigen. In unserem Metier erfährt man sehr häufig Dinge, die nur für einen sehr kleinen Empfängerkreis bestimmt sind. Freunde, Familie müssen nicht wissen, ob ein Land über eine neue Währung nachdenkt. Und entsprechend wenig gibt es da zu erzählen. Das ist auch sehr angenehm, denn sie tragen letztendlich dann auch nicht so viel Arbeit mit nach Hause. Noch ist der neue 50er Teil eines großen Papierstapels. Und der macht den Gelddruck besonders spannend. Warum, sehen wir gleich. Auf das weiße Papier soll ja was Schönes drauf. Und er hat sich die Bilder auf dem neuen 50er ausgedacht. Geldscheindesigner Roland Gerstetter. Ihm verdanken wir den Look unseres neuen Zahlungsmittels. Ursprünglich hat er Briefmarken entworfen, gewann vor 30 Jahren eine Ausschreibung der Bundesdruckerei und ist seitdem Mr. Geldschein. Schon unsere alten D-Mark-Scheine hat Roland Gerstetter entworfen. Beim neuen 50er-Schein war ihm wichtig, dass alles dreidimensionaler aussieht. Ich habe versucht, von Anfang an hier eine Tiefe reinzubringen, eine Farbigkeit, eine größere Farbigkeit reinzubringen, als das noch bei der alten Serie war. Hier im Hintergrund haben wir noch ein Gebäude, sodass der Schein im Ganzen tiefer wirkt. Seine Vorentwürfe für den neuen 50er darf uns der Berliner Designer aus vertraglichen Gründen nicht zeigen. Ganz frei war er in der Gestaltung eh nicht. Sein Auftraggeber, die Europäische Zentralbank, hatte ihm ein Pflichtenheft mit 40 Merkmalen vorgegeben. Und auch Jörg Michiel hatte viele Vorschriften einzuhalten. Der Farbentwickler ist dafür zuständig, dass der neue 50-Euro-Schein seine fälschungssicheren Brauntöne bekommt. Seine ganze Sorgfalt gilt den Druckplatten für den neuen 50er, die seine Spezialsicherheitsfarbe erhalten. Wenn man sich so eine Platte anguckt, hat man die verschiedensten Elemente drin. Tiefe Stiche, flache Gravuren, tiefe Gravuren. Und in allen Elementen muss unsere Farbe gut funktionieren. Die müssen vollständig gefüllt sein mit unserer Farbe. Normalerweise ist Farbe feucht und muss trocknen. Aber Geldscheine haben dafür keine Zeit.
Es kommt ja sofort nach dem Druck ein neuer Bogen drauf. Feuchte Farbe würde hier verschmieren. Wie bekommt Jörg Michels Farbe das hin? Alles beginnt mit einem großen Silberkessel. In den fließt eine zähe Masse, die es in sich hat, das Bindemittel. Es wurde unter höchster Geheimhaltung bei 200 Grad zusammengemischt und enthält bereits viele Merkmale für die Geldscheinfarbe. Das harzartige Gemisch verhält sich ähnlich wie Honig. Es macht den Geldschein später elastisch beim Knittern. Erst jetzt wird es bunt. Jörg Michel und sein Mitarbeiter geben rote, blaue und gelbe Farbpartikel zum Bindemittel. Wenn der große Rührer anläuft, schlägt Michels Farbentwicklerherz höher. Der neue 50-Euro-Schein wird immerhin das Zahlungsmittel für eine ganze Nation. Die Farbe ist noch nicht zäh genug für den Geldscheindruck. Deshalb muss sie durch die große Walze. Deren Rollen drehen sich in verschiedene Richtungen. Dadurch verbinden sich alle Farbpartikel mit dem Bindemittel. Gleichzeitig werden sie auseinandergezogen. Das macht alles dickflüssiger und bringt die nötigen Schmiereigenschaften für den Gelddruck. Später kommen noch Lacke und Harze hinzu. Jörg Michel stellt die Farbe ganz individuell für die Druckmaschinen des 59-Euro-Scheins ein. Diese Farbe kann auch nur auf solchen Druckmaschinen drucken. Also ein Fälscher könnte damit im Zweifelsfall überhaupt nichts anfangen, weil er das Equipment nicht besitzt. Aber wie ist das nun mit der Feuchtigkeit und der Farbe beim Druck? Warum verschmiert sie nicht beim Stapeln der Geldscheinbögen? Jörg Michel hat seine geheimen Zutaten so gemischt, dass die Farbe auf dem Geldschein in zwei Stufen trocknet. Gleich beim Druck verdampfen einige Substanzen. Dadurch wird sie auf dem Papier sofort unklebrig. Später reagiert die Farbe dann mit Sauerstoff und härtet aus. Am neuen Schein fällt noch eine Farbe auf. Die Zahl 50 ist jetzt als Smaragdzahl aufgedruckt. Ein neues Sicherheitsmerkmal. Kippt man den Schein, wandert ein Lichtbalken über die Zahl und die Farbe verändert sich von smaragdgrün zu tiefblau. Noch eine Hürde für die Fälscher, das neue Hologramm. Schaut man gegen das Licht, wird das obere Fenster durchsichtig. Von beiden Seiten ist das Gesicht der Europa zu erkennen. Und jetzt gibt's auch noch was zu fühlen. Am Rand des 59ers kann man erhabene Linien ertasten. Es soll eigentlich für den Prüfenden, für den Bürger, überhaupt nicht schwierig sein, die Banknote zu überprüfen. Es soll nebenher geschehen und darin liegt die eigentliche Kunst. Für Fälscher dürfte der neue 50-Euro-Schein ein Albtraum sein. Und was passiert mit den alten Scheinen? Diese werden weiterverarbeitet zu Dämmwolle. Kein Witz. Vielleicht haben auch Sie in Zukunft ein paar alte Scheine hinter Ihren Wänden.